Jeder kann eine große Fremdenburg haben. Der Grundwert einer Fremdenburg liegt bei 496 Mann. Also, ihr lasst eine Spionage auf die Fremdenburg scheitern. Und danach macht ihr wieder eine Spionage auf die Fremdenburg. Diese lasst ihr natürlich nicht scheitern. Und siehe da, schon stehen mehr Leute drin. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kann das sein? Ganz einfach erklärt. Weil eine Fremdenburg nicht nur OT und sich umstellen kann, sondern auch sich gegenseitig Death schicken kann. Das tut diese aber nur, wenn sie weiß, dass sie angegriffen wird. Sprich, wenn eine Spionage gescheitert ist. Logisch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal hier bei Ecto Wolle im Märchenwald. Auf Wiedersehen.